Willkommen, mein Name ist Matthias Gastel, ich bin der Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis Nürtingen-Filder. Mein thematischer Schwerpunkt ist die Verkehrspolitik. Die bisherige Verkehrspolitik hat darauf gesetzt, überlasteten Straßen immer neue Straßen hinterherzubauen. Das ist gründlich gescheitert. Ich setze hingegen darauf, dem Umweltverbund klar den Vorzug zu geben. Das heißt, den Zügen, den Bussen, dem Radfahren und auch dem zu Fuß gehen. Die knappen Finanzmittel müssen genau hierauf spezialisiert werden. Im Bereich des Straßenbaus möchte ich vor allem auf den Straßenunterhalt setzen und nicht auf den Bau neuer Straßen. Und im Schienenbereich geht es sowohl darum, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, als auch die Infrastruktur auszubauen, damit mehr Menschen einen besseren Schienenverkehr nutzen können. Ich trete ein für mehr Wettbewerb auf der Schiene. Die öffentliche Hand muss aber auch bereit sein, mehr ins Schienennetz zu investieren. In Deutschland werden gerade einmal 50 Euro pro Kopf und Jahr in die Schiene investiert. In der Schweiz sind es über 300 Euro. Vordringlich ist es, eine Nachfolgeregelung für das im Jahr 2019 auslaufende Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG, hinzubekommen. Denn ohne Geld vom Bund sind die Kommunen nicht in der Lage, Geld in die Schienennahverkehrsinfrastruktur zu stecken. Ich denke da beispielsweise an den Ausbau der S-Bahn von Filderstadt nach Neuhausen und weiter ins Neckartal oder auch die Hermann-Hesse-Bahn von Stuttgart nach Calw oder auch die Straßenbahn in Ulm und in Neu-Ulm. Und ohne Bundesmittel können auch keine Elektrifizierungen von Bahnstrecken oder Beseitigung von eingleisigen Streckenabschnitten finanziert werden. Ich denke da beispielsweise an die Bodenseegürtelbahn, die Gäubahn oder auch an die Südbahn. Und dann sind da die Regionalisierungsmittel. Das sind Gelder des Bundes für den Betrieb des Schienennahverkehrs. Diese Gelder müssen regelmäßig angepasst werden an die Entwicklung der Energiepreise, aber auch an die Entwicklung der Trassen und der Stationengebühren, die die Deutsche Bahn verlangt. Auch im ländlichen Raum muss Mobilität möglich sein, ohne auf das Auto angewiesen zu sein. Deswegen ist es mir wichtig, dass Busse und Bahnen überall im Land mindestens im Stundentakt verkehren. Zu einer umweltfreundlichen Mobilität gehören auch deutlich effizientere Autos. Strengere CO2-Grenzwerte werden Innovationen hervorbringen. Und die Elektromobilität soll Teil der Energiewende werden. Die deutsche Automobilindustrie muss bei der Energieeffizienz und der Elektromobilität eine Vorreiterrolle einnehmen. Dies muss sie auch tun, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad. Ich selber hatte beispielsweise noch nie ein Auto. Radfahren macht ja auch Spaß, hält fit und im Nahbereich ist man auch schneller am Ziel. Der Radverkehr hat aber noch erhebliche Potenziale nach oben. Die Kürzungen des Bundes im Radwegeetat müssen zurückgenommen werden. Die Straßenverkehrsordnung sollte fahrradfreundlich weiterentwickelt werden. Beispielsweise sollten Radverkehr und Fußgänger innerhalb von Ortschaften in der Regel voneinander getrennt werden. Das vermeidet Konflikte. Zumal die zunehmende Anzahl von Elektroantrieben den Radverkehr immer schneller machen. Was ich außerdem möchte, ist, dass die Fahrradmitnahme in allen Zügen möglich wird.
Der Verkehrssektor ist für mehr als ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich. Neben der Energie halte ich daher auch die Verkehrswende für ein vorrangiges politisches Ziel. Mobilität soll nicht Automobilität sein müssen. Daran möchte ich mitarbeiten.